Hallöchen meine Lieben, und zwar ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ich war ja gestern bei Müller gewesen. Die haben ja gerade diese Aktionswochen und da habe ich natürlich auch einiges gekauft. Wenn ihr sehen wollt was, dann bleibt doch einfach dran. Also als erstes fangen wir am besten mit den Haarprodukten an. Und zwar habe ich mir hier von Garnier wahre Schätze ein Shampoo geholt. Ja, ich benutze es halt immer wieder gerne. Vor allem finde ich, dass es die Haare schön geschmeidig macht. Also man hat danach wirklich richtig geschmeidige Haare. Und das riecht auch richtig angenehm, schön frisch. Das ist jetzt mit sanfter Hafermilch und Reiscreme. Ja, wie gesagt, ich benutze das wirklich sehr, sehr gerne. Und dazu habe ich mir natürlich auch so eine Kur mitgekauft. Und die Spülung dazu. Also die kann ich wirklich nur empfehlen, dieses Set. Ich benutze Shampoo meistens alleine. Und einmal in der Woche, ja, tue ich die Kur drauf. Die Spülung, die benutze ich mehr für meine Tochter. Die hat etwas längere Haare und auch viele Knoten. Daher ist das schon ein tolles Produkt. Dann kommen wir als nächstes auch zu einem Shampoo. Das ist das von L'Oreal. Das habe ich jetzt gestern auch ganz neu entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob es neu ist oder es schon eine Weile gibt. Auf jeden Fall ist das mit Kokosöl. Und ja, ich kann jetzt keine Kokos draus riechen. Aber ich wollte es jetzt einfach mal testen. Da habe ich das mir mal auch mal mitgenommen. Mit dazu habe ich jetzt natürlich auch die passende Haarmaske, die gab es auch, und da habe ich gedacht, nimmst jetzt mal beides mit und testest das mal. Hat jetzt auch Kokosöl und ist für normales bis trockenes Haar. Genau. So, was machen wir jetzt weiter? Genau, da machen wir jetzt mit den Duschgels, und zwar habe ich da eins von Palmolive. Mineral Massage, das ist so ein Duschpeeling mit Totenmeersalz. Da fand ich erstmal die Farbe ganz cool, in diesem Blau. Und ach, was riecht denn das? Auf jeden Fall ziemlich frisch riecht das. Und da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, das zu testen. Das soll anscheinend oder hat Aloe Vera und Wasserminze drin. Ja, es hört sich auf jeden Fall spannend an. Daher wollte ich es mal testen. Genauso wollte ich mal das da ausprobieren. Das fand ich jetzt auch interessant. Von Terra Naturi. Das ist so ein Duschgel in Wildrosen, Duft und Mandel. Und ich finde, man riecht die Rose schon sehr, sehr heraus, und das wollte ich jetzt auch einfach mal testen. Genau. Dann habe ich entdeckt von Darf pflegende Geheimnisse, und zwar ist das so ein entspanntes Ritual-Pflegedusche, also eine entspannte Ritual-Pflegedusche anscheinend. Das ist mit Lavendel- und Rosmarie-Duft. Steht auf jeden Fall auch neu da. Hat mir der Geruch sehr, sehr gefallen. Es riecht ganz nach Lavendel. Also man riecht die Lavendel auch richtig heraus. Ja, und hat auch, weiß ich, sehe, so lila. Lila ist es.
das Du stehen. Ja, da bin ich auch schon gespannt, diesmal zu testen. Genau. Dann habe ich für meine Kleine mitgenommen von Aveo. Das ist so eine limitierte Edition, Unicorn Magic, eine Pflegedusche. Die mag ja total diese Einhörner. Und es riecht, ja, ich würde sagen, nach Karamell. Ja, so etwas nach Karamell. Und die Farbe ist auch super schön. Ist in so ein Pink. Ja, meine Tochter liebt ja Pink und alles. Und daher habe ich ihr das jetzt auch mal mitgenommen. Dann für die Männer duscht das. Das kaufen wir auch öfters mal nach. Und riechen das. Das riecht richtig herb. Ja, so richtig. Das ist so ein richtig herber Männerduft. Und da ist Zenderholz. Ist da drinnen. Ja. Das ist jetzt 2 in 1, also Duschgel und Shampoo. Und damit waschen sich meine Männlein immer. Oder öfters. Also die probieren auch neue Sachen, die ich ihnen kaufe, aber das ist so eins der Lieblinge von denen. Dann habe ich für mich gekauft ein Farm-Deodorant. Das nennt sich himmlischer Duft. Ja, wie soll ich sagen? Es riecht auf jeden Fall himmlisch. Ja, genau. Was enthält denn das? So dickes Ei. Steht jetzt wieder nicht drauf. Keine Ahnung. Ich glaube, Kamille ist da. Was ist denn da drin? Ist da Kamille? Ich dachte, ich hätte irgendwas mit Kamille mal gelesen. Ja, von Kamille kann ich jetzt nicht viel rausriechen, aber es riecht auf jeden Fall herrlich. Also das kaufe ich mir auch immer wieder mal nach. Genau. Dann, Moment, von Signal eine Zahnpasta. Die mag ich auch total gern. Ich liebe ja diese Gel-Zahnpasta. Daher habe ich mir gleich eine auch mitnehmen müssen. Und mit was machen wir denn jetzt weiter? Genau. Feuchte Allzwecktücher vom Blink. Mit Limette und Minzen. Ja, die benutze ich auch öfters mal. Also wie gesagt, gerade zum schnellen Abwischen ist das schon eine feine Sache. Dann der General, der Allzweckreiniger. Der ist mit Aloe Vera und ich finde, das riecht man auch richtig schön heraus. Also ich liebe das. Die Wohnung riecht auch danach. Ja, das ist so einer meiner Lieblingsduftrichtungen. Der von General. Damals gab es ja diese Duftrichtung. Ach, frische, irgendwas mit frische Brise. Da war so irgendwas wie ein Turm oder ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, das gibt es jetzt leider nicht mehr oder ich habe es nicht mehr gesehen. Daher nehme ich dieses immer gerne dann. Dann habe ich entdeckt von Biff Hygiene Total. Das ist anscheinend auch neu. Also das ist jetzt fürs Bad.
Und WC hat kein Chlor, was ich auch ziemlich toll finde und soll anscheinend kraftvoll gegen Kalk sein. Da dachte ich mir, ich probiere das jetzt auch mal aus und bin da auch gespannt auf dieses Produkt. Genau. Dann haben wir von Vernell Frischer Morgen. Also da bin ich auch immer begeistert von Vernell. Gerade auch von dieser Duftrichtung. Ich mag ja nicht alle, aber diese, also die liebe ich, mag ich. Und das riecht auch richtig frisch, ja, so wie frisch gewaschene Wäsche. Der Duft, der hält auch nach dem Wäschewaschen. Also man riecht so, wenn man sich jetzt gerade mal mit Handtüchern abtrocknet, riecht man das da. Also das kann ich auch empfehlen. So, dann habe ich geholt von Domesto Power 5 frische Orangenblüte. Das kannte ich jetzt noch gar nicht und da habe ich gedacht, das können wir ja mal testen. Ich rieche jetzt halt von der Verpackung her nichts von der Orange raus. Nee, ist ja verpackt, aber okay, ich bin jetzt auch ganz gespannt, ob es jetzt, wenn man es aufmacht, nach Orange riecht. Das WC. Schön wäre es ja. Dann haben wir uns zweimal Corny geholt. Einmal Nussvoll. Da musste ich gestern auch gleich mal eins probieren. Und ich muss sagen, das hat richtig lecker geschmeckt. Man hat halt die Mandel rausgeschmeckt, klar. Und das ist mit weißer Schokolade. Oh, wie gesagt, da habe ich gestern gleich mal eins essen müssen, probieren müssen. Und dann das da, das kaufen wir öfters mal nach. Das lieben die Kids auch vor allen Dingen. Das ist das Corny Schoko Banane. Ja, da Corny. Kann ich auch nur empfehlen. Gerade auch wenn die Kinder in der Schule gehen oder so, gebe ich gerne mal einen Riegel mit. Oder wenn sie morgens mal frühstücken, dann lieben die das. Und dann habe ich für den Lenny, das ist mein Hund, wie gesagt, habe ich solche Grillis 8 in 1 geholt. Das ist so ein Barbecue. Und das sind solche Grillsnack in Bauchspeckform aus Rinderhaut und Hähnchenfleisch. Und die liebt er total. Die müssen dann auch immer mit, wenn wir bei Müller sind. Da habe ich ihm gestern ein neues Päckchen gekauft. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, sind solche Hundesticks. Ups, sind sie auch richtig rum, genau. Solche Hundesticks, die waren gestern auch im Angebot, wo ich jetzt bei Müller war. Und da haben wir ihn natürlich auch 4 mitgenommen. Eins hat er dann natürlich gleich vorm Müller gegessen. Und zwar habe ich ihn einmal die Geschmacksrichtung Rind, Pute und Wild geholt. Er mag sie alle total gerne, egal was. Hauptsache so ein Stück. Gell, Lennox? Komm mal her. Komm mal her. Lennox, komm her. Ja, komm her. Komm her. Lenny, hier. Komm her. Komm her. Ja, komm. Jetzt packe ich ihn gerade mal eins aus. Komm her. Komm her. Sitz. Sitz. Brav. Super. Super. Gib Pfötchen. Pfötchen. Toll. Toll. Supi. Supi. Ja, und wie gesagt, wie ihr seht, hat ihm das gerade eben geschmeckt. Genau. Da, die müssen auch immer mit. Und zu guter Letzt, Moment, Leute. Oh,
habe ich noch diese wunderschöne Gläser gesehen. Da habe ich mir jetzt auch 4 geholt. Die waren reduziert auf 1 Euro. Da habe ich gedacht, ich habe noch keine lilane Gläser, also nimmst jetzt mal ein Set mit. Und für 1 Euro kann man da echt nichts falsch machen. Aber fand ich auch richtig schön. Die kommen dann heute auch zum Einsatz. Und zu guter Letzt, Moment, musste natürlich mein Make-up wieder mit. Und zwar ist das das von Urban Decay. In der Farbe 6,5 von, wie heißt das, Shade oder so ähnlich. Das ist so ein Liquid, eine Liquid Fondotine. All Nighter heißt die. Also die deckt auf jeden Fall richtig. Oh, seht ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Ach, Herr Jemini. Oh, sieht man wahrscheinlich nicht den Spiegel zu sehr. Die deckt auf jeden Fall richtig gut ab. Das kann man so vergleichen mit den von Estee Lauder, dachte ich. Also das hat schon eine richtig hohe Deckkraft. Ich bin sehr zufrieden damit. Das ist jetzt schon mein zweites, was ich jetzt in Gebrauch habe. Ich habe vorneweg auch gerne das von Dior genommen. Und jetzt hatte ich das mal, wie gesagt, getestet, dieses Make-up. Und da kann ich echt mal sagen, dass ich richtig begeistert bin, wie gesagt. Also das ist echt ein Kauf wert. Und es deckt sehr, sehr toll ab. Genau. Davon habe ich auch noch das Puder. Das habe ich auch noch. Aber jetzt nicht gestern gekauft, sondern schon etwas länger her. Und ich kann es jetzt wirklich jedem nur empfehlen, der ein gut deckendes Make-up sucht. Genau. So, das war es mal jetzt wieder von mir für euch, für heute. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich grüße euch alle ganz lieb und bis bald. Tschüss.